Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel- und Wikingerfreunde zu Kaltschoss, der Entdeckung Vinlands. Ja, wir sind in der letzten Mission, also der allerletzten, haben in der letzten Aufnahmesession irgendwie Verbündete gekriegt. Da oben, nämlich Marador's Sippe. Und ja, wenn wir 40 Krieger zusammenkriegen. Dann, ja. Helfen die uns beim Angriff? Also sollten wir gucken, dass wir uns ranhalten. Das heißt, ich werde jetzt demnächst meinen Werkzeugschmied wieder zum Waffenschmied machen, damit der mir Rüstungen schmiedet. Waffen schmiedet erstmal. Dann hoffentlich wird unser neuer Gold-Nugget-Schmelzer weiter wachsen, dass der Gold schmelzen kann. Weil er hier hat noch ganz viel zu tun, hier oben. Und ja, ich sollte mal gucken, Frauen, wie viel habe ich? 9. Ah. Dann lasse ich ihn mal umziehen und mache ihn zum Goldschmelzer, dass er schon mal Gold einschmelzen kann. Dann wird er nämlich zum neuen Goldschürfer und zieht mit seiner neuen Frau dann dort ein. So, Goldschmied. Oh, du tauschst immer noch Bier gegen Holz. Und du tauschst Gold gegen Steine, das ist gut. Du bist erfahren und kannst trainiert werden. Du bist jetzt erstmal wieder Waffenschmied. Und ja, ich werde mir dann später auch noch den Träger vom Bierbrauer schnappen. Damit die anfangen, Zeug einzulagern. Oder ich nehme einfach ihn hier. Gott, da ist ja jetzt nämlich schon genug hier unten, dass unser Goldschmied viel zu tun hat. Na komm. Ja? Ja, will? Du bist Zivilist, du bist also erwachsen geworden. Oh, und du hast keine Pilze mehr, hä? Dann macht Pilze. So, du bist unser Holzlieferant. Du kannst dann auch bald zum Träger werden. Und
unser Goldlieferant. Sollte Goldlieferant erstmal noch bleiben. Aber ja, du Träger, du behältst ja zum Glück das Bier. Du Goldsammler, Gold. Bin ich gerade blind? Goldsucher da. Ach so, ja, unser Holzfäller ist gerade ja beim Bogen machen. Ja. So, Holzfäller steht schon seit einer Weile leer. So, mal gucken, ob du auf 16 oder 17 Bögen rauskommst. Sturla ist hungrig. Ja, ist okay. Achso, ja, die Speere hier unten, die werden abtransportiert. Ja, Sturla, geh nach Hause. Was tut? Hey. So, Herdis ist erwachsen. Die unseren neuen Goldsammler heiraten soll. So, der Träger ist auch hungrig, deswegen... Oh, er ist gut hungrig gewesen. So, liefer du mal deine Goldnuggets ab. Ja, wie? Dann heirate. So, ja, und du bringst noch den Lieferung Gold erstmal. Okay, Schwerter haben wir schon mal 15, das ist gut. Na, noch einmal musst du Bögen herstellen. Okay. Na, im Augenblick sind wir mit Bogen und Waffen noch gleich auf. So, dort können wir noch einen Waffenrock herstellen lassen.
von unserem Jäger. Danach sollte er mal wieder Schuhe herstellen. Ja. 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 So, du gehst danach wieder Holz fällen. Ganz ehrlich, Geschirr sollten wir hier oben auch mal 20 einlagern. Du solltest dich jetzt mal wieder auf Geschirr konzentrieren. So, Bogenmacher ist erfunden. Das heißt, du... nicht Tischler, sondern Holzfäller. Ja. Und du Schuster. Ja, ja. Okay, jetzt haben wir einen Bogen weniger als Wappenröcke, aber das ist auch nicht so schlimm. Wir müssen ja aufs Holz aufpassen. So, du bringst Geschirr, das ist gut. Werkzeugschmiede steht schon länger leer, ist aber nicht so schlimm. Mal kurz die Statistik angucken. Schwerter 23. Also stell noch ein Schwert her und dann dürfte das reichen. Und ich muss mir doch den Träger vom Bierbrauer noch dazu holen. So, wir machen wieder Geschirr. Wir kriegen auch endlich wieder Pilz rein. So, Rüstungsschmied. Goldschmied ist erfunden, sehr schön. Ja, ich glaube, Gold haben wir dann jetzt demnächst genug eingetauscht.
Oh, der ist fleißig am Goldnuggets produzieren.